Würden Sie mir das bitte mal vorlesen? So rum vielleicht? Oder auch nicht. Meine Tochter heiratet in 3 Tagen. Herzlichen Glückwunsch. Da war Cecile gerade geboren. Und der Papa? Der ist tot. Es heißt ja, die Besten erwischt es zuerst. In dem Fall nicht. Mein Püppchen, frisch auf der Welt. Und die Mama war wohl zu lange in der Sonne. Ah, ich hab's rausgebrannt, ihr Gesicht, so voodoo-mäßig, damit sie's erwischt. Aber sie brach sich nur beim Skilaufen das Bein. Ja, immerhin. Oh, Entschuldigung. Du bist das. Du darfst doch gar nicht fliegen mit deinen falschen Titten. Nein, mein Schatz, es gibt keinen anderen Flug. Hier geht schon seit Stunden nichts mehr weiter. Ja, Schätzchen, mach dir keine Sorgen. Dein Kleid habe ich dabei. Dieses miese Arschloch. Los, Tempo, Leute, rein mit euch! Glaubst du wohl, du kannst mich verarschen? Das wird dir noch leid tun, Freundchen. Nichtraucherauto. 2132 Kilometer, dann los. Du entschuldigst dich jetzt! Begraben wir ihr zuliebe das Kriegsbeil. Okay. Man braucht einen Code. Und jetzt machst du mir schön die Tür auf und rückst drüber auf deinen Platz, du dumme Kuh. Ein harmonisches Ex-Paar auf einer entspannten Reise ohne besondere Vorkommnisse. Auf unsere verkorksten Jahre. Da wird ein Glas nicht reichen. Ich werde unten schlafen. Platz besetzt, unten schlafe ich. Okay, Spitzbart. Ich heiße Valerie. Och, wie schön du bist. Ich sehe leider aus wie eine Mülltonne. Au! Was war das? Also ich schätze, du hast einen Albtraum gehabt. Eyja Fjallajökull. Oder sagen Sie einfach der unaussprechliche Vulkanfilm. Demnächst im Kino.